Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sufin, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Ich habe für euch heute wieder einiges vorbereitet und würde einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam rein. Yasser und Umut. Guck mal, 2, 4, 2, 1. Guck mal, Polizei, komm, Polizei, guck mal. Hey, warum habt ihr, wer hat Polizei gerufen? Wichtig und richtig, kommt. Wegen Humpa? Habt ihr angerufen? Nein. Wegen was? Nein. Weil hier, das heißt, hier hat jemand Herzprobleme. Er vielleicht? Keine Ahnung. Weißt du, aber ich hab nicht angerufen. Nee, nee. Nee, auf jeden Fall. Nee, nee, ja, sicher. Bisschen mehr Respekt vor der Polizei, Umut. Hast du mich verstanden? Umut! Ja? Insgesamt 10, ja. Es gibt nämlich einige da draußen, die hoffen, dass die ganzen TikToker hinter Gitter landen und die nie wieder rausgelassen werden. Ja, aber 13 ist doch die 3, ist ja für dich. Wie? Da ist nochmal eine Mannschaft gekommen. Oha! Oha! Ja, Dings. 4 Sunnet, 4 Fars und 2 Son Sunnet, also letzte Sunnet. Und 3 Rekat Fitr Namaz steht da. Weil hier steht 4 Sunnet, 4 ja, Fars und 2 Son Sunnet. Also kannst du auch, ja. Aber was ist dann diese 3 Rekat am Ende? Okay, ja, Hodja, chill mal ein bisschen. Weiß ich nicht. Was ist Witter aber? Was ist das Ding? Sarah und Yasser Sushi. Isst du kein Sushi? Ich liebe Sushi, voila. Jede Frau, die ich kenne, liebt Sushi. Was ist das? Jetzt mal ohne Spaß. Jede Frau liebt Sushi. Es gibt nichts anderes, was, wo Frauen sich einig sind, außer dass sie gemeinsam Sushi lieben. Okay. Leute, jetzt! Die Kurdin, dankeschön. Kommt, Leute, alles mal 2. Was ist das für ein Sushi? Zeig mal. Wie, was ist das für ein Sushi? Ja, es... Junge, Leute, alles mal 2! Anna, Leute, die lenkt ab. Nee, dankeschön. Kommt, Leute, kommt. Yasemin! Zeig doch mal das Sushi, Junge! Susi! Karte sein, dankeschön, Leute. Weiter! Yasemin, ich küsse dein Herz. Hier, guck. Das ist einfach mit Lachs. Ach, Digga, ich sag euch ehrlich, ich habe mal in einem Sushi-Restaurant damals gearbeitet. Ich müsste eigentlich die Begriffe kennen. Ja. Aber ich weiß sie einfach nicht. Aber ich bin ehrlich, schmeckt überhaupt nicht. Schmeckt okay. Da gibt's einige. Teriyaki Roll, California Roll. Oh mein Gott, da gibt's so viele geile Sushi, sagen wir mal. Ne, Sushi-Sorten. Aber das ist so richtig basic. Boah, geil, Alter. Boah, ich hab voll Bock auf Sushi jetzt, Wadler. Sag nicht geil, sag lecker, aber nicht geil. Ja, Was ist das für ein Sprachgebrauch? Was ist das für ein Sprachgebrauch? Du bist 40 normal, dass du das so falsch... Oha, die geht einfach auf Alter. Ja, nein, geil ist was anderes. Sag lecker. Geil, lecker. Ist das Gleiche. Nein, geil ist so... Geil ist so richtig rudimental. Richtig Gossensprache. Man sagt am Ende des Tages, um ehrlich zu sein, vorzüglich. Ja, ist nicht das Gleiche. Geil, ja, geil. Stell dir vor, du sagst geil. Da steht ein Typ neben und sagt, hey, bin ich echt geil? Wieso muss man immer das auf sowas beziehen, ja? Was machst du dann? Ey, was ist noch nie in meinem Leben passiert? Leute, noch eine Minute. I love you, Yasser und Shelly. Ich weiß gar nicht mal, um ehrlich zu sein, was der letzte Stand zwischen Yasser und Shelly gewesen ist. Aber wir wissen am Ende des Tages, hier bildet sich wahrscheinlich das süßeste Paar von TikTok, was es jemals gegeben hat. Und es ist eine erfrischende, ein erfrischender neuer Wind, nicht mal endlich irgendwelche Kennex zu haben, die irgendwie das Gefühl haben, irgendwelche Leute von der Straße beleidigen zu müssen oder Ansagen machen zu müssen oder irgendeine andere Fitna, sondern wir sehen hier wirklich Liebe, wirkliche Liebe. Ja, so. Ich hab deine Augen gesehen. Und ich war sofort verliebt in dich. Ohohoho. Ich kann nicht ohne dich leben. Dein Lachen macht mich so an. Dein Lachen nimmt mir meinen Atem weg. Oh mein Gott. Junge, die ist aber ganz schön wild drauf, Junge. Die, glaube ich, die passt sehr gut zu Yasser. Das ist nämlich auch ein Wilder. Guck mal, Umut, Junge. Das erste Mal, dass ich den sehe, dass der irgendwas für seinen Content macht, anstatt einfach da zu liegen wie ein Penner. Ich möchte dich nicht mehr sein. Okay, du hast die Strafe erfolgreich. Ich lebe. I love. Jetzt kommt das beste Yasser. Was
Astaghfirullah al-Adim, wir müssen uns hier wahrscheinlich ein bisschen distanzieren. Yasser! Wo ist das Distanzieren, Junge? Junge, deine Augen sehen aus, als würden sie leuchten, Junge. Chill mal ein bisschen, ja? Senke deinen Blick, Habibi. Was ist das denn? Ja, die übertreibt mit alle. Ja, nee, wir müssen auch ein bisschen, ne? Keep it Kinder-Content. Keep it kinderfreundlich. God damn, man. Okay. Lass eine stabile Bestrafung machen, Wallah. Ja, dann hat es dir gefallen. Ja, war gut. Echt? War gut, aber war nicht gut genug. Alle sagen, okay. Alle schreiben das hier. Oha! Ey, das ist ja wie so eine türkische Dramaserie, ja? Was ist das denn? Erst denkt man sich, jetzt haben sie sich gefunden und in letzter Sekunde scheinen wieder doch Steine in dem Weg der Liebe zu sein. Geisteskrank. So, dann Statement. Yasser, schauen wir rein. Hast du das Statement gesehen von einer bestimmten Person? Welches Statement? Von Rizido? Bushido. Ja, hab ich gesehen. Was soll ich dazu sagen? Bitte? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wir warten ab. Wenn die Zeit kommt, werde ich das jedem erklären. Und bei Allah, ich gebe euch mein Wort, ihr werdet alles verstehen. Inshallah. Guck mal, er hat eine Serie, eine Doku, zweite, dritte, vierte, fünfte. Was hat er? Ich bin ehrlich, ich bin im Besitz eines Talks, der jetzt nicht so auf YouTube, TikTok existiert, von Yasser, über Bushido. Da sieht der, redet der richtig, also der redet richtig spicy. Der redet richtig, richtig, richtig spicy. Der sagt doch da einiges über die ganze Situation. Aber ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll, keine Ahnung. Jetzt sag mal, was hat er erzählt? Er hat nichts erzählt. Er hat nur so, erstmal schön 17 Jahre Gangster und Mafiosi gespielt. Und jetzt schön, Verstehst du, was ich meine? Auch wenn ich so wäre, ich würde niemals sagen. Man hat einen gewissen Stolz. Verstehst du, diesen Stolz gibt man nicht auf. Aber wenn ich die Geschichte von Tag 1 bis zu Ende erzähle, Wallahi, dann werde ich die sagen, jetzt verstehen wir alles. Weil das, was ich erzähle, hat Sinn. Nicht wie er, ich wurde das und ich wurde du. Man kann vieles erzählen, Bruder. Ja, aber ich erzähle dir Sachen mit Beweisen. Du weißt die Wahrheit viel besser. Beweise, auch mit Beweise. Es hat halt, glaube ich, viel damit zu tun, dass sie halt die Angeklagten sind, ne? Weswegen auch Bushido die Möglichkeit hatte, verschiedene Dokus zu machen, mehrere Podcasts und gefühlt auch sehr, sehr ausführlich zu reden. Weil ich glaube, das, was die Abu Chakas davon abhält, ne, was die davon abhält, überhaupt auf generell in den letzten Jahren wirklich explizit gegen, sagen wir mal, eine Gegendarstellung gegenüber Bushido zu bringen, ist, dass sie wahrscheinlich alles mit Beweislage machen wollen. Das heißt, gerichtliche Schreiben, Aufnahmen, wer weiß, was sie alles im Besitz haben und erstmal warten, bis das Ganze hier vorbei ist und dann erstmal loslegen. Eins muss man feststellen, das ist auf jeden Fall, das ich jetzt beobachtet habe, ist, dass Arafat und Yasser sehr zuversichtlich sind. Sehr zuversichtlich sind, dass sie in der Lage sind, den Menschen eine andere Art der Sicht auf das ganze Ding zu geben. So, zum letzten Yasser-Clip und zwar Stiefvater Yasser und Sarah. Schauen wir rein. Mit deinem Vater noch verheiratet? Nein, getrennt, aber ich habe einen Stiefvater. Echt? Was ist, sag mal, wie lange sind die schon zusammen? Verheiratet? Ja. Und vorher war sie mit deinem echten Vater? Nein, mit meinem Fake-Vater. Natürlich mit meinem Vater. Oha, warum antwortet die so frech? Ich will damit sagen, dein richtiger Vater, hat er euch früh verlassen oder jetzt vor kurzem? Nein, ein Jahr. Was sie verlassen? Ich habe noch Kontakt mit meinem Vater. Entschuldigung, geschieden mit deiner Mutter, das wollte ich sagen. Digga. Ich dachte auch, der war, um ehrlich zu sein, verstorben. Aber gut, umso besser, dass man das, dass es nicht so ist. Wallah. Der sagt verlassen, Allahu Akbar. Ich meine geschieden. In einem Jahr, dann hat meine Mutter geheiratet. Ich habe nur noch Kontakt zu meinem Vater. Wir haben seit, also die haben sich seit, also mein Vater wohnt hier seit einem Jahr nicht mehr. So. Ah, dann auch gegangen. Krass. Was ich fragen wollte, was ist das für ein Gefühl mit deinem Also ist eigentlich ist eine gute Frage, ja. Ich denke, das ist für Leute, die sowas, so ein Szenario nicht miterlebt haben, schon irgendwie interessant.
die Frage, wie es ist, gerade in dieser Elternposition. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit ihm zusammenlebt oder das ist eine andere Situation, aber generell zu sehen, dass die Mutter oder der Vater eine neue Person an seiner Seite hat. So, das ist schon irgendwie, glaube ich, surreal für viele Leute oder für viele Kids da draußen. Auf jeden Vater zu Fall. lieben. Nicht, das ist ganz normal. Voilà. Also, Echt jetzt? Echt? ja. Also, wenn meine Mutter glücklich ist, dann so, was soll ich machen? Ist halt so. Was soll ich machen? Echt? Na klar. Ich glaube, weil du ein Mädchen bist, wärst du ein junger Mann, hättest du anders gedacht. Wieso? Was So ist meinst so. du? Ist Hä? so. Ist so. Ja, warum? Weil, Sehr danke. wie, warum, Alter? Was ist das für eine Frage? Ich glaube, was Yasser meint, ist, als Junge, sagen wir mal 16 oder sowas, glaube ich, ist es viel schwerer zu akzeptieren, so eine väterliche oder nicht väterliche, aber männliche Person in deinem Haushalt zu haben und mit dieser zusammenzuleben. So, ich glaube, das ist einfach rein vom Gewohnheitsgefühl viel schwerer und auch generell, glaube ich, einfach schwerer zu akzeptieren. Gehe ich mal stark von aus, als ein Mädchen. Das sind so meine Vermutungen. Ich denke, das ist das, was Yasser meint. Warum? Du sagst anders. Ich erklär das doch richtig. Okay, eine Frau und ein Mann, was ist Guck mal, daran wie anders denn? aggressiv sie ist. Warum bist du so aggressiv? Ich Ja, erkläre sie du doch kommst gleich. aus, auf den Punkt so. Ja, Sarah, ich höre runter mit dir, ja. Wenn wir machen, machen wir hoch, machen wir runter. Übertreib nicht. Kürt Ibo und Barello, Kuchen. Es wird so. Wir beide gehen nach Kosovo und dann machen, fangen wir an. Ja, Sektor. Ja, Ey, Ibo, Wallah, bester Mann, ja, Ibo, Wallah, der beste TikToker. Wallah, wegen dir, wie viel Palaver ich habe, wenn du musst. Ibo, Wallah, TikTok wurde dich wieder langweilig, Wallah. Meinst du das ernst? Ich sag ehrlich, ohne unseren Ministerpräsidenten wäre TikTok wahrscheinlich nicht so mächtig, ne? Und am Ende, ich weiß ganz genau, dass Kurt Ibo zurzeit definitiv etwas weniger unterwegs ist. Da er versucht auch natürlich für die ganze Welt da zu sein. Es ist ja einiges, was auf dieser Welt zurzeit passiert. Einiges sehr, sehr Trauriges. So. Und wenn nicht Kurt Ibo sich darum kümmert, wer dann? Ist die Frage. Und Wer das ist dann? langweilig. Ihr nehmt das Kuchen, ihr nehmt den Reimer und Kurt Ibo ist nur am Problem machen. Was? Welche Kuchen? Schwester, gehst mal kurz raus und ich mit dir was reden. Oha! Nein, ich komme gleich zu dir. Ich komme gleich zu dir. Damit keiner reinkommt. Damit keiner reinkommt. Ich schwöre dir, guck mal, ich komme rein, guck mal, alle sind wieder wach. Alle Leute. Das ist die Präsenz, Kurt. Das ist die Aura eines Mannes. Harun wird frech zu Amar 47. Schauen wir rein. Aber das ist ein ernstes Thema gerade. Wallah, guck mal, was alles passiert ist. Ja, aber dann mach mal diesen Amar raus, Bruder. Er hat damit gar nichts zu tun, Mann. Oder wer hat mich überhaupt hier reingeholt? Ich habe keine Ahnung, Mann. Warum redest du so frech mit Amar? Was hat denn die Bruder, fang uns diese Film an. Salam Sag ja, okay, Rambo. Oh, Digga. Ey, es gibt dieser Junge, alles, was er macht, diese ganzen Islam-TikToks und so, alles fake. Ich sag das so, wie es ist. Fake. Der Junge fängt lang, ganz, macht Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, wird er wieder ganz der Alte, der zu jedem frech war, der jeden beleidigt hat. Und es ist ihm scheißegal, er ist sogar noch schlimmer, es ist ihm wirklich scheißegal, wer da ist. Er fängt einfach an, random an zu beleidigen. So, fertig. Was sollen wir machen? Guck mal, warte, Barello, hol mal kurz niemanden rein. Guck mal, Saman, weißt du, wie das angefangen hat? Junge, guck mal, guck mal, Ich guck mal. war mit ihm. Es ist so weit gekommen, es ist so weit gekommen, dass auch der Anführer, Kumutan, der Anführer muss sich einmischen, ja, der Anführer von Hannover. Wallah, es ist wirklich. Ich glaube, es ging nämlich um diesen ganzen Clip hier. Und zwar, dass Harun angefangen hat, generell gegen die Jesiden zu sprechen. Und zwar hier. Bruder, guck mal, alles schön und gut, Barello. Du kannst mich auch nie wieder mit Mein beleidigen. Arm, kann Aber ich meine was Meinung dazu nach, sagen? warte, warte, kannst du? Jesiden sind meiner Meinung nach Islamhasser. Die hassen uns im Islam. Was? Meine Was Meinung. du? Bruder, Herum guck mal. geht's.
Siehst du, das ist das Ding, ist halt einfach, der redet und redet und redet. Und das Ding ist einfach, du sprichst hier gegen eine ganze Religionsgruppe, okay? Du weißt gar nicht, wie jeder Jeside auf dieser Welt denkt. So, das weißt du halt einfach nicht. So, und das Ding ist halt einfach, klar wird es, ja, Mama, sie Jesiden, Leute geben, die Jesiden sind, die eine Antipathie gegenüber Muslimen haben. Und es wird Muslime geben, die eine Antipathie gegen Jesiden haben. Warum konzentrieren wir uns auf diese Menschen? Warum versuchen wir, diese Menschen aus ihren Löchern hochzuholen, indem wir versuchen, deren Gedanken gut zu verbreiten? Warum konzentrieren wir uns nicht auf die Muslime, die Jesiden mögen und die Jesiden, die die Muslimen mögen? Ne, die friedlich miteinander zusammenleben, die sich die Hand geben, begrüßen. Warum tun wir nicht das weiter verbreiten? Dadurch hat sich natürlich wieder bei Harun wieder eine ganz neue Situation erstellt und gucken wir uns einfach generell Clips zu der ganzen Thematik an. Wer sind die Aries? Die Sieben. Willy, Willy, Willy. Geisteskrank, geisteskrank. Harun wird unnormal zerlegt. Tasche, der Ziel war ja nur Apfeltasche holen, dein drogensüchtiger Vater hat das Apfeltasche vergessen, dann wurdest du mecklos holen, das Zeug. Ich habe eine Bewusstseinslösung, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, da kenne ich kein Ding. Gott ist flüchtig oder Engel, du kennst Gott nicht oder so, wie du immer machst, eins ab, Ober, machst du mich abgeben. Nein, du bist ein Orospu-Chojo, das ist Realität, das ist kein Wallah, Billah, du bist ein Orospu-Chojo. Und das meine ich nicht wie beleidigen. Sehen wir uns um, ein Orospu-Chojo, berabe, eile, Orospu-Chojo. Deine Mutter hat andere Kinder noch von anderen Vater. Und das ist das Ding. Hier saß ich früher und hätte gesagt, ey, mach nicht so mit dem Jungen. Der Junge ist doch jung. Bla 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 bla. Nein. Der Junge ist wirklich, der hat eine wirklich ekelhafte Ader. Und das mache ich wirklich ernst. Er ist einer der wenigen, wo ich sage, er hat wirklich eine ekelhafte Ader. Und mit dem gehört nicht anders umgegangen. Real Talk, mit dem gehört nicht anders umgegangen. Harun will von KBB gepackt werden. Ich pack die alle, glaub mir, ich pack jeden von denen. Junge, du packst niemanden, fett. Hör mal auf mit dem Gelaber. Ich schub alles. Du bist diesmal ganz nicht KBB soll dran. Bruder, ich bin dir ehrlich, ganz KBB soll gegen mich kommen. Ganz KBB, ich allein nicht mehr. Mann. Am Can Dükkan'la bir daha gitme. Hä? Am Can Dükkan'la bir daha gitme. Oraya gelirler yoksa. Was? Amcanın dükkanına bir daha gitme, oraya gelirler yoksa. Bura. Bagello, komm mal rein. Ich hoffe, alles diesmal hast du miese, Bruder, miese verkackt. Ich jemin ederim. Ich hab wieder immer geguckt, ne? Das ist so ein richtiger Trottel, ne? Wenn er so sieht, auf einmal, das wird ernst, du siehst so in seinem Gesicht seine Angst. Hier nämlich die letzte Provokation von Harun an KBB. Harun hat die Sieben beleidigt. Junge, wenn ihr doch so stabil seid, damals haben Barello und Ozan eure Religion beleidigt. Ihr geht mit denen an einen Tisch. Entschuldigung, KBB. Entschuldige dich jetzt. Entschuldigung, KBB, dass ich die Sieben beleidigt habe. Junge, ich schwöre, Junge, was ist das? Dann kann doch jeder auf einmal die Sieben beleidigen. Entschuldigung, entschuldige dich jetzt, dass du die Sieben beleidigt hast, Junge. Nö. Im Gegensatz, das war das erste Mal, dass dieses Thema aufgekommen ist und dass TikToker gegen diese Leute gesprochen haben. Diese Leute, sagen wir mal, kommen aus einem ganz anderen Umfeld, haben der ganzen Sache, sagen wir mal, eine gewisse Nachsichtigkeit gezeigt, meinten, guck mal, ihr könnt euch entschuldigen und dann ist die Sache gekehrt. So. Aber bei dir ist es eine ganz andere Thematik. So, warum? Weil du machst es wirklich auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, es ist wirklich ekelhaft. Du beleidigst sie wirklich auf das Härteste und erwartest dann wahrscheinlich wiederum, dass im Hintergrund wieder alles sich von alleine klärt, ne? Der kleine Harun, der wieder so tut, als wäre er so jung und nicht wissen würde, was er macht. Wobei er ganz genau weiß, was er macht. Lass mal diese Filme, Kinderfilme, das habt ihr nur gemacht, weil Ozan und Barello in dem Moment Fame hatten. Wärt ihr richtige Männer gewesen, hättet ihr was anderes gemacht. Ich schwöre. Lass mal diese Filme. Geisteskrank. Geisteskrank, meine Freunde. Harun sagt, dass Yasha zu alt ist, er versteht ihn nicht. Frage, hörst du mich? Ja. Verzeiht Allah eigentlich jede Sünde, die man gemacht hat? Zum Beispiel, weil, Wallah, ich bin dir ehrlich, natürlich jeder macht Sünden hart auf hart, ne, aber verzeiht, guck mal, man muss auch bereuen und so, ne, Wallah, ich küsse. Guck mal, Allah verzeiht jede Sünde, Allahu A'lam, taban, wenn du es von deinem tiefsten Herzen bereuen tust, wirklich bereuen, nicht nur sagen, sondern... Ich habe erst gestern mit einem Kollegen darüber eine Thematik gehabt. Ich glaube, Leute verstehen nicht, was wirklich bereuen heißt. Ne? Bereuen heißt nicht, dass du da sitzt und dir denkst, ja, 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 Allah, ich habe das so bereut.
Es tut mir wirklich leid. Und am nächsten Tag gehst du raus und machst, sagen wir mal, die gleiche Art der Sünde. Oder nicht diese Sünde, aber du machst die gleiche Art der Sünde und du machst noch eine schlimmere Sünde. Bereust du dann wirklich? Bereust du nur, dass du relativierst, dass am Ende, am Tag des jüngsten Gerichts, Allah über dich richten wird wegen dieser Sünde? Was wirklich bereuen heißt, ist, dass du zu der Religion zurückkehrst und dich der unterliegst. Das ist Reue. Indem du sagst, ich lebe ein Leben so, wie es mir möglich ist, dass ich es sündfrei lebe. Jeder macht Sünde, das ist klar. Aber es geht auch um die Größe der Sünde. So, und ich denke, da wird mir auch jeder recht geben. Reue ist ein viel, 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 viel größeres Wort als das, was die Leute versuchen, es als etwas zu verkaufen. Es muss dir wehtun, bereuen. Ich meine, zum Beispiel. Zum Beispiel dieser Junge hier. Er beleidigt Mütter von 2, 3 Monaten. Wenn er wirklich bereuen würde, sein ganzer Art, sein ganzer Charakter hätte sich geändert. So, er würde, sagen wir mal, mit einer leichten Zunge reden, ne, sanfte Wörter sprechen. Und ihr habt gesehen, wie der redet. Das ist keine Reue. Das ist keine Reue. Das ist einfach nur, ihm wurde die Situation zu heiß und er hat von gewissen Sachen abgelassen. Sie sagen wie, ich habe eine Sünde gemacht, ne? Ich fühle mich danach so nach dieser Sünde. Scheiße, warum habe ich das gemacht? Wallah, ich bereue das und so. Man macht sich die ganze Zeit Kopf, Kopf, Kopf. Man geht davon selber so kaputt. Alter, halt du, 3 Tage später machst du es nochmal. Dann gehst du nochmal kaputt? Ja. Wallah, ältere Menschen. Warte doch noch, warte. Ältere Menschen checken warte, sowas warte, nicht. Warte. Ältere Menschen. Und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal und noch und 100 Mal. Aber dann bereust du es wirklich und Allah verzeiht dir. Aber du weißt nicht, was ich meine, Yasa. Du bist ein bisschen alt geworden. Wallah. Ich weiß, was du meinst, Wallah. Wallah. So, dann haben wir, bevor wir in die kleine Hauptthematik reingehen, weil es wird ein Video, was eher so ein bisschen kleinere Thematiken einfach generell hat, haben wir ein paar Insta-Stories. Und zwar, Jakare, der wirklich für viel, 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 viel Aufregung in der Szene sorgt. Eins davon ist zum Beispiel, dass er versucht, dass er jetzt im Stress anscheinend mit Bushido ist. Ich check das nicht. Du bist mit den Bullen und du bist mit Khidr und so oder was? Oder wie ist das jetzt? Und ist das wirklich der Neffe von dem Typen oder was geht hier ab? Was dieser Jalous, wo ich gegen Shirin war, war ich dir noch cool genug. Da war cool, mein Freund zu sein. Du bist schon ein falscher 50er, wie alle gesagt haben. Sehr schade, mein Bruder. Ich habe von dir Sonny Black und CCN gehört. Hast du aber eh nicht selber geschrieben. Von daher, du bist Müll. Schöne Grüße an dein, was weiß ich, was dieser Jalous, Jalousien, Jalousies. Ich sag euch ehrlich, ich hasse sowas, also ich bin ehrlich. Ich hasse sowas, Chats zu leaken, Sachen öffentlich zu machen. Ne, das sind private Chats, das gehört sich einfach nicht, das zu veröffentlichen, sage ich ehrlich, so wie es ist. Es gehört sich einfach nicht. So. Auch wenn ich am Ende des Tages Jakari als wirklich frischen Wind der Szene bezeichne und er diese Anekdote oder Note Verrücktheit hat, die diese Szene einfach generell braucht, ist es noch lange nicht, dass er jetzt einfach also seine privaten Chats auch als Content verwenden kann, um die Leute zu unterhalten. Dann kommen wir zum letzten Clip und zwar gab es anscheinend eine Art Promo-Trailer von Capital, die einiges durchleuchten lässt und vielleicht eine Art Ankündigung ist für den nächsten Donnerstag oder vielleicht auch für die nächste Woche. Das weiß man halt einfach nicht genau. Also, warte mal. Tagesspiegel. Die Gucci Cap. Ich meine, guck mal, das Ding ist natürlich, man kann anhand so einer kleinen, sagen wir mal, so einem kleinen Trailer schon das Produktionslevel, sagen wir mal, so ein bisschen erahnen, um was es sich bei dem Musikvideo handelt. Was wir hier sehen, ist natürlich einfach, es sieht auf jeden Fall impressionsstark aus, ne? Es sieht jetzt nicht nach so einem billig Musikvideo aus, im Gegensatz, es sieht schon sehr hoch, ne? Es sieht schon sehr aufwendig auf. Ich glaube auch nicht, dass Capital sich an dieser ganzen Montur zeigen würde, wenn uns jetzt nicht etwas wirklich Großes erwarten würde. Aber immer noch, warten wir kurz. Also, was ist hier die Vermutung? Ganz einfach und klipp und klar ist erstmal, dass uns auffällt, eine Wasserflasche, die wiederum in so einer Art Plastiktüte steckt. Was kann man daraus vermuten? Sieht aus wie so eine Art Beweismittel, ne? Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Tatortsicherung stattfindet,
tut man ja jegliche Art, wo man meinen könnte, da steckt DNA oder die ist wichtig. Das ist die Tatwaffe, tut man so einem Plastikbag, damit keine anderen Abdrücke da auf das Ding kommen. So. Jetzt lässt sich natürlich vermuten, dass es die Wasserflasche sein könnte, ne? Von der zum Beispiel Bushido berichtet hat, dass er an einem gewissen Tag von Arafat mit angegriffen worden ist. Das heißt, als Arafat ihn damit abgeworfen hat. So, das ist so die Vermutung, die ich habe. Warum nennen Sie Ernst? Ich komme. Ich sage, zu 90-80% war das der Trailer zu einer Art Diss-Track oder Zerstörungstrack von Capital gegenüber Bushido. Bin ich mir 100% sicher. Ich finde das schon, sagen wir mal, interessant, dass er auf eine Art schon etwas suggeriert, mit was ich jetzt nicht gerechnet habe, zum Beispiel die Arafat-Wasserflasche. So, einfach ein Front. Ne, also da scheint schon eine gute Überlegung zu sein. Es ist definitiv, ne, wenn man sagen würde, das ist die erste Runde gewesen, dann hat die natürlich Bushido gewonnen mit seinem Track Dark Knight. Wie wir aber auch wissen, war das ein Track, sagen wir mal, den Capi innerhalb von 2-3 Tagen geschrieben hat. Ich bin jetzt einfach generell gespannt, was uns erwarten wird, wenn Capi sich wirklich mal hingesetzt hat und wirklich, vielleicht sogar das erste Mal in seiner ganzen Karriere, weil es gab bis jetzt nur 2-3, ne, mit 8 Patrick 8, mal wirklich, den er auch wahrscheinlich an einem Tag geschrieben hat, wenn er sich wirklich mal hinsetzt und wirklich lange an einem Diss-Track, sagen wir mal, sitzt, was uns dann erwartet. So, das war das Video für heute. Vergesst nicht mal, Video zu liken, Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.